Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Ich habe gerade noch eine kurze Waffe gefunden, Kampfhandschuhe. Das sind die oberen Handschuhe, die man sonst noch gefunden hat. Und ich wollte heute mal hier anfangen, weil ich jetzt unbedingt mal in diesen Raum möchte, weil ich fühle mich stark genug. Ich one-hitte hier mittlerweile alles, außer hier natürlich. Aber ich möchte den Loot haben. Au. Weg mit dir. Ja. Guck mal, wir haben den Loot bekommen. Wüstenstahlplatte. Und Magnetinit. Gut, dann sehen wir uns jetzt aber wirklich in Stufe 3. Es sei denn, es passiert noch etwas anderes. Ja, ich habe hier jetzt auf Ebene 2 wieder so ein Ding gefunden. Da gehen wir gerne nochmal rein. Den Loot nehme ich gerne mit. So. Nein, er hat mich getroffen. Scheiße. Oh, und da gibt's Lava. Oh Gott, deswegen. Na gut, aber ist nicht so schlimm wie Gift. Ich finde, da gibt's Schlimmeres. Keine Ahnung, was das für ein Auge war, aber dann sehen wir uns gleich. So, herzlich willkommen in Ebene 3. Ah, was ein Scheiß, Leute. Was ein Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass ich auch jetzt direkt die Sachen verkaufen könnte und nochmal mir Rüstung und alles kaufen kann, ey. Rein theoretisch wäre das gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt genug Geld zusammenkriegen würde. Könnte ich die Rüstung verbessern und die Sachen, die ich für die Rüstungverbesserung bräuchte, ne? Die brauche ich dann ja nicht mehr und kann die auch verkaufen. Das heißt, Gewinn, 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 Freunde. Ganz viel Gewinn. Gucken wir erstmal. Also, was macht ihr eigentlich hier? So, das geht rüber. Das, 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 das. Nein, das, das, das noch nicht. Wieder noch nicht. Das geht hier rüber, das geht hier rüber. Guckt euch das an, was ich hier alles für Sachen habe. Wer weiß nicht, ob ich das für das nächste Level auch noch brauche. So. Ja, die Schätzelein werde ich jetzt allererstes verkaufen. Einfach nur des Geldes wegen. So, wir haben hier die Kralle. Die ist schon weit oben, ne? Und die suche ich gerade. Das heißt aber, die Kralle ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. 50. Ach, hier so gucke ich, ne? 40. Ja, gut, ist die gleiche Stufe. Aber die betäubt. Das ist das Gute an der. Okay, dann würde ich sagen, ja, weiß nicht. 2200. Wenn nicht sogar mehr. Wer weiß. Ja, eigentlich sogar mehr, ne? Eigentlich mehr, eigentlich. Machen 5000. So, dann haben wir hier. Ach, das kann ich gar nicht verkaufen, weil ich nicht weiß, ob ich das brauche, ne? Stimmt. Erstmal hier reintun. Vielleicht brauche ich das nämlich für meine nächste Waffe oder so. Oder Rüstung. Gut. Vollgestackt, 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 vollgestackt. Du kommst da sowieso weg. Vollgestackt in den Müll. Ich habe gar nicht so viel, wie ich erhofft habe. Ich hätte eigentlich mir ein bisschen mehr Zeug gehofft. Sieht aus mit diesem modifizierten. Achso, beide fehlgeschlagen. Okay. So viel dazu. Na gut. Die Urnen, das Zeug. Das Zeug.
Du hast eine Wertsteigerung. Ich habe dich das letzte Mal sehr günstig verkauft. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel wert du bist. Sagen wir 1500. So. Gut, ich würde nämlich sehr gerne noch ein paar Kristalle verkaufen, weil ich glaube, so viele brauche ich gar nicht, ne? Ich habe viel zu viele. Lass uns mal, ja, so 20 Stück behalten, das passt schon. Der Rest kann weg. Ganz ehrlich, müllt mir einfach nur alles voll. Habe ich noch gar nicht verkauft. Den habe ich doch verkauft. Wahrscheinlich an so einen Reichen, das zählt ja nicht. Oh Gott, die können ja nicht so wirklich viel wert sein haben, ne? Na gut, fangen wir bei 300 an. Und öffnen wir den Laden. Haha, geht ja gar nicht. Ich wurde getrollt. Schlafen. So. Dann wollen wir mal den Laden aufmachen. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass wir heute auch schon das erste Mal zum Boss gehen. Dass wir nochmal ein Portal setzen vor dem Boss. Und einfach mal reingehen. Na toll, gleich der erste Dieb. Okay, 300 ist zu viel für den feinen Herrn. Wie wär's mit 200? Wehe, du klaust ihm das von der Nase weg. Immer noch zu teuer. Ich mache jetzt kaum noch Gewinne, ey. Ramschladen. Weißt du auch noch das gute Zeug? Kannst du nicht das schlechte klauen? 13.000, holy shit. Immer noch zu teuer. Ich gehe ganz langsam runter. Könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5-mal Stroh bringen? Ja, ich habe schon Stroh. Innerhalb Dünger. Ich habe keine Ahnung, was Dünger ist, aber ich kann ja gerne mal gucken, ob ich schon habe. Bitte was? Ich hasse euch alle so sehr. Seid alle so geizig. Das sind wichtige Rohstoffe. Tut mir leid, dass ich die loswerden muss. Okay, gehen wir halt auf 4000. Ich habe kaum was verkauft. Was ist denn los? Beim letzten Mal ging das alles so schnell. Ja, komm mal, mit 4000 ist er glücklich. Ach, kommt der nächste Dieb. Aber er kauft's, immerhin. Ja, da ist natürlich der Umsatz für die Blätter flöten gegangen. Das heißt, ich kann die gar nicht mehr so teuer verkaufen. Die Kristalle sind... Oh Gott, wie viel Wert haben die denn? 100? Das ist ja fast schon Schrott. Krieg ich nur 500 für die, ey. Das ist erbärmlich. Das ist auch gar nichts mehr wert, ey. Oh Gott. Jetzt nimmt meine dämlichen Kristalle mit. 100 wird ja wohl klar gehen. Der Wertverlust ist der gigantisch. Ja, endlich haben wir einen Wert gefunden für euch. Was ist los, Kleiner?
Könntest du mir innerhalb 3 Tage uraltes Holz bringen? Okay. 900 kriege ich für die dämlichen Kristalle. Ist ja gar nichts mehr, ey. Gar nichts mehr. So. Ich würde sagen, Zeit, den Kram auch alles zu verkaufen. Ich brauche nämlich alles Geld, was ich jetzt kriegen kann. Das mit dem Stroh klingt schon mal gut, davon habe ich ja genug. Uraltes Holz dürfte ich auch eigentlich genug haben, ne? Das ist magisches Holz. Uraltes Holz. Hatte ich nicht davon mehr? Ne, ich bin gestorben, deswegen wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich, weil ich gestorben bin. Das ist natürlich kacke. So, was haben wir hier? 2100. Oh, der Wert ist gestiegen, aber ich habe keine Lust, jetzt jeden einzelnen von Hand nochmal neu zu machen. Oh, es gibt mir eure Kohle. So, direkt das nächste reinmachen. Tausend fand die gut, okay. 23.000, was sagst du da oben? Willst du es nicht? War das zu billig das letzte Mal? Nein. Okay, das ist nicht mal ansatzweise. Gehen wir 2er-Schritte runter. Das war's. Das war's schon für heute. Wir werden gleich nochmal den Laden öffnen, nachdem wir unsere Rüstung verbessert haben. Okay. Ja, guck mal. Siehst du mal. So sieht's aus. Tatsächlich brauchen wir das. Habe ich mir fast schon gedacht. So, okay. Ich kaufe mir diese. Ja. Ich kaufe mir. Dafür fehlen mir die. Münzen. Ja, habe ich die Schuhe an? Ja. Habe ich die vergessen rauszunehmen? Stoffrüstung. Achso, die brauche ich fürs Rezeptdach. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Na gut, schlafen wir eine Runde und dann geht's in die zweite Runde. Wir müssen hier ein bisschen Geld loswerden, um stärker zu werden. Ich will das jetzt nämlich langsam schaffen. Kotzt mich an, da zu sterben. Was verständlich ist. Okay, 20 mehr Leben. Wieso nicht? Eigentlich hätte ich gleich die Tankschiene nehmen können, ne? Mein Scheiß auf Tempo. Na egal. Laden ist geöffnet für euch. 900. Da waren sie recht glücklich mit, ne? So. Ramschkiste, Ramschkiste, Ramschkiste. War richtig, ne? Ja. Guti. So, kauft mir bitte alles weg. Ich brauche das Geld für eine bessere Rüstung. Ich glaube, der Wert steigert sich hier oben, ne? Kann das sein? Dass der hier oben eine Wertsteigerung bekommt? Gut möglich, ne? Was ist zu teuer, das? Na gut, da haben wir noch keinen richtigen Preis, ne? Gut, wenn da wirklich die Dinger eine Preissteigerung bekommen, können wir hier gucken. Obwohl.
So. Haben wir hier irgendwas da? Es hat eine Preissteigerung, ne? Das Einzige, was keine Preissteigerung hat, ist das hier. Nö. Funktioniert nicht. Weißt du was? Ab damit in die Ramschkiste. Ganz ehrlich. Das soll gesehen nichts wert. Noch ein Dieb, ey. Kannst du dich nicht verpissen? Da kennen wir den Preis noch gar nicht, ne? Oder auch nicht. Moment mal, was war das denn? Hä? Wie ist das möglich? 2200, 2100? Wegen der Preissteigerung. Ja. So, die Rüben und den Kram. Wie sieht es hier bei den Rüben aus? 2200 war gut. So, nimm die noch. Nimm das noch. Hör auf zu klauen. Ganz genau gesehen. Okay. Wir haben noch einiges im Angebot, Leute. Schaut zu, kauft. Aber somit ist die Rüstung auf jeden Fall komplett. Vielleicht können wir sie sogar schon ein bisschen upgraden. Wobei, eigentlich brauche ich keine Upgrades. Eigentlich brauche ich keine Upgrades. Hier. 1100. Ich glaube, das ist genau 1000 wert. Kommt der nächste Dieb, der aufs Maul will. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Buch da oben noch lange zu kämpfen haben werden. So ein seltenes Relikt. Will bestimmt nicht jeder haben. So, ein Ahornblatt. 170. Okay. Hier mit euren Geldern. Da kriegt. Ich krieg ein bisschen von seiner Rente ab, ist das nicht nett? Und bei der Quest frage ich mich halt wirklich, müssen wir jetzt da mit dem Zeug zu denen hingehen und sagen, hey, ich hab. Wäre mal interessant zu wissen. Jetzt kauft die letzten drei Dinger. Muss los hier. Jahre. Bist du nicht an dem Buch interessiert? Du kaufst ja eigentlich nichts. Ah, guck mal, gut geschätzt. 540 bekommen. Oh, da schaut sich einer das Buch an. Endlich mal wieder. Wieso kann der andere Pisser das für 22.000 verkaufen? Kann mir das einer verraten? Und ich nicht. Ich finde das eine fiese Nummer. Egal. So, fertig. Machen wir unsere Rüstung hier fertig. 170.000, so sieht's aus. So, ich möchte gerne das hier haben, ja. Dann runter von der Wunschliste. Achso. Runter von der Wunschliste. Rauf auf die Wunschliste. Rauf auf die Wunschliste. Rauf auf die Wunschliste. So. Das dazu. Wir haben noch locker 80.000.
Okay, dann gucken wir jetzt nochmal hier nach. Was brauchen wir noch? Eisenbahnen. Wofür zur Hölle brauche ich die Eisenbahnen? Ja, die können wir da alle verkaufen. Wir können alles verkaufen hier. Wofür brauche ich denn das? Giftgroßschwert. Das habe ich doch schon. Ja, dann können wir das ganze Zeug hier verkaufen, außer das uralte Holz. So. Jetzt machen wir nochmal richtig Geld hier. Wie wertvoll bist du denn hoch? 50 war schon zu viel? Oh mein Gott. Okay. Ab hier rein. So, Stroh muss ich sowieso jemandem geben. Kannst du mir innerhalb von 2 Tagen Stroh bringen? Dünger. Oh, Dünger habe ich verkauft. Uralte Holz könnte funktionieren. Muss ich sie jetzt suchen? Das ist so eine komische Tussi mit einem Strohhut. Oder kommt die zu mir? Weiß ich halt nicht. Letztes Mal ist der hier auch zu mir gekommen. Hier, der Heini. Aber ich weiß ja halt nicht, ob die zu mir kommen oder nicht. Ich glaube ja, die kommen zu mir. Oh Gott, Hilfe! So. Die Knollen sind in etwa 700 wert. So. Oh, die Wurzeln sind ja gar nichts mehr wert. Ich muss noch mal kurz einen davon rausholen, weil ich die natürlich auch richtig verkaufen muss. So. 30, ja, das klingt gut. Und hier haben wir, wie viel war, habe ich gesagt? 300 vielleicht. Das kann alles hier rein, ganz ehrlich. Das kann alles hier rein. Das magische Holz. Einen muss ich natürlich mitnehmen. War zu billig. Aber vielleicht geht's doch. Also bei 500 würde es tatsächlich funktionieren. So, hier machen wir auch nochmal 700. Oh Gott. Ja, gut, obwohl, das könnte hinhauen. Die hier. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Zero, konzentrier dich. Konzentrier dich. Okay. Sagen wir 300. So. Gut, Stroh brauchen wir 5 Stück. Oder muss ich das dann in meinem Laden ausstellen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Starten wir das Geschäft nochmal. Heute verkaufen wir viel, ich weiß. Ich weiß. Aber es muss auch manchmal sein. Ich glaube, heute machen wir nur eine komplette Verkaufsfolge, ey. Kommt hin, ne? Aber dafür können wir uns ja auch Rüstung und alles leisten. Also so ganz umsonst ist es nicht. Oh, ich hätte nochmal... Obwohl, meine Kasse kann ich sowieso nicht weiter ausrüsten, ne? Stimmt. Oh, guck mal.
direkt gekauft. Leider werde ich niemals erfahren, wie viel es wirklich wert war. Dankeschön, Prinzessin möchte gern. So, das Stroh. So, dann könnt ihr auch hier das Holz haben. Ja, komm, den Scheiß brauche ich nicht. Alles muss heute raus. Heute ist ausverkauft, denn wir beenden den Dungeon morgen, hoffentlich. Achso, sorry. Ich hab gepennt. Das Holz war zu teuer. Ja, komm, kauf, kauf. Ja, ja, braves Mädchen. Wie, ist es selbst für dich zu teuer? Das Buch. Immer noch nicht. Das ist, du willst mich doch verarschen. Ja. Yeah. 15.000 Schnäppchen, Jungs. Schnäppchen. Langsam reicht's mir mit diesem Buch, ey. Ich will's loswerden. Das Holz ist... Das ist doch nicht dein Ernst. Na, wenigstens die Reiche nimmt mir eine Sache ab. Ah, und die Pflänzchen sind in Ordnung. Scheiß Drogendealer, ey. Gib mal meine Pflanzen zurück. Sind nicht für dich. Ist ich denn jetzt? Kann ich dich nicht jetzt schon zusammenschlagen? Ich sehe doch, dass du ein Dieb bist. Was ist das für einer? Alter, weg von meinen Pflanzen! Das Holz ist einfach immer noch zu teuer. Ich fasse es nicht. Es hat ja kaum noch einen Wert. So viel Auswahl habt ihr nicht mehr. Also los, Jungs. Das Buch, 15.000, komm. Ernsthaft? Mein Konkurrent verkauft das für 23.000, waren das, glaube ich. 23.000, weißt du, da kommen die hierher und denken sich, 15.000, nee, das ist mir zu billig, das will ich nicht. Bestimmt ist das so der Grundgedanke. 13.000 ist immer, ich fass das nicht. Ja, 10. Ich bin schon die Hälfte runtergegangen. Und ich wette, das Holz schmeckt den immer noch nicht. Hä, der hat's nur angeguckt. Ist nicht dein Ernst. Ich bin jetzt schon so krass runtergegangen. Das hat gar keinen Wert mehr. Das ist wertlos. Aber ich muss es wenigstens einmal verkaufen. Jetzt guckt er das nächste an. Aber das hier hatte tatsächlich eine Preissteigerung. Das heißt, in der Vitrine ist es tatsächlich besser, teure Gegenstände zu platzieren. Gut, das haben wir gelernt. So. Haben wir nochmal ordentlich Gewinn gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wir mit den 140.000 anfangen können. Hier fehlt noch einer. Du willst dein Geld auch so. Shop. Ich kann mir sowieso den nächsten Shop nicht leisten, aber ich wollte meine Rüstung verbessern, ne? Huch, sorry. Wollte ich nicht. Wir wollten uns ja vorbereiten auf den Boss. Da war ja was.
So. Wäre jetzt lustig, wenn ich von Grund auf alle Verbesserungen machen müsste. Oh Gott. 32.000. Das tut schon irgendwie weh, ne? Muss ich ja schon sagen. Das tut weh. Das geht nur einmal. Na gut, wir sind jetzt top ausgebildet. Für den Fall der Fälle, dass wir beim Boss landen. Also, was kann schief gehen? Wie viele Heiltränke habe ich? 3. Gib mir mal... Ach, reicht eigentlich, ne? Ich meine, wir wollen auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Von daher... Einmal kommen wir auf jeden Fall zurück vor dem Boss. Ich will meine Sachen auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Bevor ich da irgendwas mache. Aber wir sind jetzt komplett ausgerüstet. Also besser kann man sich jetzt nicht vorbereiten, wirklich. Geht einfach nicht. Siehst du mal, wir brauchen nur die eine Sache für unsere Rüstung. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in Ebene 3 und dann gucken wir mal, dass wir ordentlich was reißen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.